Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Foundation. Und ja, ich habe mir wie immer eine schöne Perspektive ausgesucht. Das möchte ich eigentlich in Zukunft immer so machen zu Beginn des Videos, wo wir einfach das Treiben ein klein wenig beobachten. Und ja, was wir ansonsten in diesem Video machen werden, wir werden ein weiteres Gebiet dazu bekommen. Und ja, ich werde euch ein bisschen was zu diesen Aufträgen hier noch verraten. Da habe ich nämlich einen großen Fehler gemacht und ich werde euch zeigen, ja, was ihr besser machen könnt, dass euch dasselbe nicht passiert, wenn ihr das Spiel auch mal starten solltet und ihr das noch nicht kennt. Und ja, dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet in diesem Video. Ja, im letzten haben wir ja hier unsere Produktionslinie gebaut, so möchte ich das gerne mal nennen, wo es um ja einmal die Schäferei geht. Dann haben wir hier direkt daneben die Weberei und die Schneiderei, wo dann eben gewöhnliche Kleidung erstellt wird. Die wiederum, das möchte ich euch auch noch mal schnell zeigen, wird jetzt hier auf dem Markt verkauft, nämlich hier. Und ja, einer für 10 Gold. Entschuldigung, wir haben ja, ich nehme mir noch mal eben ein Hustenbonbon, die helfen ein klein wenig, aber nicht gut. So, ja, 3 für 30, also so werden wir auf jeden Fall unsere Einnahmen erhöhen. Das nur mal eben dazu. Außerdem könnten wir die vielleicht auch hier einlagern, um sie zu verkaufen. Mache ich mir noch Gedanken zu. So, ja, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Territorium an. Ich glaube, das ist das, genau. Wir können hier nämlich ein weiteres dazu nehmen. Ich hätte gerne eins mit Beeren. Hier haben wir Beeren und weiß nicht, was das noch ist. Könnte, achso, Eisen war das, glaube ich. Aber ich würde lieber so langsam mal mich aufmachen in Richtung Wasser. Das ist dann eben hier. Und da wir hier auch Beeren dabei haben, ist das naheliegendste und das nehmen wir mal dazu. Ja, ich denke, es macht auch Sinn, hier dann direkt zu Beginn eine Sammlerhütte zu platzieren. Die stellen wir mal hier so in Richtung, also zwischen Wald und Beeren. Ja. Dann können wir hier auch direkt einen Baubereich markieren und ich hatte irgendwo hier, da war es genau. Das sieht mir so ein bisschen nach Steinen aus, deswegen male ich da auch mal Abbaubereich rein. Ja, ja, ich hatte ja angekündigt, hier was zu sagen. Also das war ein bisschen blöd, weil ich soll hier als ja 20 Fische liefern und würde zur Belohnung ja, wie nennt man das hier, 10 Hammer dazu bekommen oder wie auch immer man das genau nennt, einen Einfluss, okay, um 10 erhöhen und dafür könnte ich Gebäude freischalten. Und da ich jetzt hier aber einen Auftrag genommen, ausgewählt habe, den ich quasi nicht erfüllen kann, werden wir 2 verlieren. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn dieser Abfragedialog kommt, den kann ich euch jetzt leider gerade nicht zeigen. Aber da werden wir halt gefragt, wo wollen wir es machen? Für entweder für die eigenen Leute, bis Königreich oder für den Klerus. Und oder eben man behält die Sachen für sich selbst. Und wenn man auswählt, man behält die Sachen für sich selbst, dann kann man eben nicht dieses, ja, das Problem haben, dass man diesen negativen Wert hier hat. Jetzt haben wir auch noch das Problem, dass das ganze Fische sind. Ansonsten hätte man hier eben sagen, oh, Entschuldigung, sonst hätte man hier sagen können, ja, dass man Fische kauft, 20 Stück, und die eben dann dafür verwendet. Aber 10 Fische kosten, glaube ich, 1000 Gold, einer kostet glaube ich 100. Also das können wir uns leider überhaupt... Oh, was ist die Kirchenglocke? Das ist ja genial. Können wir uns überhaupt nicht leisten, deswegen lassen wir das auch mal. So,
So, und jetzt kommen wir direkt noch zu einer anderen Sache, die ich auch von euch habe. Ich hatte mich ja darüber geärgert, dass die hier alle von dieser Seite in die Kirche reinlaufen. Deswegen werden wir jetzt mal hier eine Linie entlang ziehen, dass die nicht von der Seite in die Kirche rein dürfen. So, haben wir das dann auch hier so komplett machen, dann würde ich ja mal hoffen, dass die dann von hier in die Kirche reingehen. Nö, ignorieren die einfach. Machen wir das noch mal ein bisschen mehr aus. So. Vielleicht hier noch mal ein bisschen. So. Aber das scheint keinen Unterschied zu machen. Die laufen trotzdem nicht dort lang, wo sie es eigentlich sollten. Ja, schade, war ein Versuch wert. Was? Jetzt habe ich die Meldung gerade verpasst. Verdammt, kann ich die noch irgendwo sehen? Hinweisfenster, alles ist gut, das ist schon mal nicht schlecht. Aber irgendwas mit... Ja, ich weiß es nicht mehr. Gut, so, dann können wir hier sehen, Dienstleistung Kirche ist erfüllt, Nahrung ist mehr schlecht als recht erfüllt. Wasser ist auch schlecht. Stimmt, ihr hattet mir geschrieben, auch das dann nochmal als Tipp für alle, im Wohngebiet auch nochmal einen Brunnen zu platzieren. Das werden wir jetzt mal machen, einen Brunnen. Vielleicht hier irgendwo so. Das ist ja relativ zentral. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Stelle dafür. So, unsere Bärenhütte hier ist fertig. Perfekt. Dann können wir auch direkt... Ja, wir weisen auch da direkt ruhig drei Leute dazu. Nicht dazu, sondern weisen drei Leute zu. Weil alles, was wir an überschüssiger Nahrung haben oder an überschüssigen Beeren, wird ja sowieso verkauft. Gut. Ja, dann würde ich doch eigentlich mal sagen, hier wird jetzt gerade abgebaut. Muss mich noch mal eben umschauen. Ja. Dass wir dann hier vielleicht den Landwirtschaftsbereich planen. Goldtechnisch sind wir jetzt gut aufgestellt durch die T-Shirts. Mal eben in den Haushalt reinschauen. Letzte Mal 223, diesmal schon bei 179. Ja, das ist... funktioniert gut mit der gewöhnlichen Kleidung. Und wir haben sogar noch einen Überschuss, also wir können auch noch wesentlich mehr Bewohner haben und das reicht trotzdem aus. Gut, ja, dann legen wir mal los mit der Weizenfarm. Okay, das würde ich doch mal sagen, ist das eher die Vorderseite? Okay. Dann bauen wir die mal hier so an die Straße. Und dann würde ich hier, vielleicht sogar auf beiden Seiten der Straße, dann einen Bereich gleich einzeichnen für die Landwirtschaft. Und dann müssen wir mal abwarten, wie viel man braucht für eine Weizenfarm. Das ist ja auch für mich Neuland. Hashtag Neuland ist übrigens nach wie vor ein riesengroßes Thema, also
vielleicht, wenn ich es ganz kurz anschneiden darf, es gibt immer mehr, das dafür spricht, dass sich das Ganze leider, also ja, die deutsche Regierung will es scheinbar auf jeden Fall durchboxen um jeden Preis und geht auf die Straße. Am 23. März sind auf jeden Fall viele Demos, informiert euch und ja, lasst euch das nicht gefallen, aber protestiert friedlich und seid laut, aber vernünftig. So, jetzt kommt hier was Passendes, nämlich genau die Frage, die wir gerade hatten. Nämlich, jetzt haben wir eine einfache Aufgabe. Wir müssen jetzt 30 Bären liefern und können jetzt auswählen, wo wir die hinliefern. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir dem Volk helfen, weil da haben wir was wieder gut zu machen, da haben wir minus 3. Und wenn ihr jetzt hier was hättet, was ihr nicht erfüllen könnt, dann geht einfach, ich behalte alles für mich und schon, ja, habt ihr keinen negativen Effekt. Aber das machen wir jetzt fürs Volk. Und ich glaube, wenn hier jetzt gleich mal 30 eingelagert sind, dann können wir die Aufgabe auch direkt erfüllen. Glaube ich. Ich lasse das Spiel übrigens jetzt gerade auf zweifacher Geschwindigkeit laufen. Ist wahrscheinlich ein bisschen spannender. So, der nächste Brunnen ist fertig. Sehr gut. Das dürfte dann... können uns hier ja nochmal jemanden rauspicken. Die Wasserversorgung, naja, gut ist es immer noch nicht. Ehren ist auch nicht optimal. Hm. Wieder 0. Ist ja merkwürdig. Lagern wir mal das Maximum ein an Bären. Vielleicht funktioniert das dann. Und stellen wir beim Handeln vielleicht mal was anderes ein. Nämlich verkaufen bis zum Wert. Machen wir daraus durch mal mehr. Nämlich 80. So. Können wir doch auch die behauenen Steine und auch die Bretter einlagern. Also so viel wie möglich. Jetzt sind schon wieder die Bären hier weggegangen. Werden die denn von hier aus dann immer hier zum Markt gebracht? Das kann natürlich sein. Mehr als zwei Träger kann ich hier auch nicht einstellen. Die neuen Stück, wo werden die jetzt hingebracht? Hier. Okay. Wie viele sind hier? Eine. Hm. Achso, da werden auch gerade welche weggebracht. 22. Jetzt werden wieder 5 abgeholt. Okay. Das kann auch ein bisschen dauern, aber da müssen wir auch nicht weit zuschauen. Viel spannender ist jetzt das hier gerade, nämlich die Weizenfarm. Ich weiß erstmal einen zu und mal dann mal hier so den ersten Landwirtschaftsbereich. Wir werden das auf jeden Fall hier noch vergrößern, falls es notwendig ist. So, die pflanzen das dann da ein, okay. Hier unten links können wir Dorfbewohnerliste. Wir haben 3 Arbeitslose, das ist gar nicht viel. Machen wir nochmal. Komm, wir machen direkt 3 rein, was soll's.
Aber da müssen wir natürlich... es gibt keinen Landwirtschaftsbereich für Bauer. Okay, dann wissen wir jetzt schon mal, wie wir erfahren... Ups. Ob wir ausreichend Flächen zur Verfügung gestellt haben. Dazu. Ich glaube zwar, dass das immer noch nicht reicht, aber probieren wir es mal. Das gibt es. Achso, wir haben noch gar nicht alles eingesät. Ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt auch keine Fehlermeldung mehr. So, auf jeden Fall wird ja jetzt hier Weizen hergestellt und wir könnten... Oh, wir sind eh auch am Goldcap. Das heißt, wir sollten schnell mal was bauen, nämlich eine Windmühle. Und die, finde ich, sieht ganz toll aus. Ich weiß nur nicht, wo wir die hinbauen. Die ja vielleicht hier so ganz schick finden. Toll wäre natürlich irgendwo in einem erhöhten Bereich, aber den haben wir hier nicht. Hier, nee. Wir packen sie dorthin. Und machen wir die Bäckerei auch direkt mit dazu. Doch, die Bäckerei wäre natürlich... hier würde die richtig toll reinpassen, ne? Ja. Bauen wir auch direkt, weil so haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Luft bei unserem Goldvorrat. Ich weiß auch nicht, ob sich das irgendwann mal ändert, weil 500 finde ich schon nicht viel. So, wir können jetzt hier unsere Aufgabe abschließen und liefern. So, und jetzt haben wir hier eben was dazu bekommen. Jetzt können wir hier mal schauen, was wir hier freischalten können. Und zwar, nee, gar nichts. Das ist gesperrt, weil wir zu wenig Prunk haben. Wie werden wir das denn erhöhen? Ich habe eine Idee. Vielleicht, indem wir hier Zelte bauen. Ich weiß nicht, ob das hilft. Machen wir rotes Zelt für die Nahrung. Und ein blaues für die Waren. Dann haben wir das grüne noch für den luxuriösen Stand. Ja. Schilder für den Warenstand. Ach, da steht auch, wie viel Prunk das dazu gibt. Jetzt sehe ich das erst. Okay, Schild für den Warenstand, das ist dieser hier. Packen wir mal dorthin. Und ein Schild für den Lebensmittelstand. Packen wir dann dort so hin. Bau beginnen. Ja, die laufen trotzdem noch da in die Kirche, obwohl wir... Oh, stopp. So. Tja. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen großzügiger. Markieren, ich weiß es nicht. So, die Windmühle, die ist tatsächlich... Ach, die ist nicht nur sehr weit, die ist sogar auch fertig. Direkt zwei Müller zuweisen. Grace und Gwyneth. Dann schauen wir mal, haben wir hier schon... Oh ja, wir haben sogar schon Weizen.
kann dann direkt geliefert werden. Perfekt. Es gibt gleich das erste Mehl. So, hier den Abbaubereich. Den können wir hier schon mal verkleinern, weil da stehen keine Bäume mehr. Da wohl. Weiß halt immer noch nicht, ob das hier reicht. Sieht aber toll aus, die Mühle. Die gefällt mir richtig gut. Die allerdings tatsächlich so aussahen, dass so jetzt vom Windrad her. Ja, obwohl. Keine Ahnung. Hab mich damit noch nie so ganz so beschäftigt. Zwei neue Dorfbewohner schließen sich eurem Dorf an. Ja, wir können und sollten vielleicht das nächste Wohngebiet schon mal einzeichnen. Und ich würde eigentlich diesen Gang hier mal so lassen und dementsprechend das dort rausnehmen. Hier können wir den Markt vielleicht mal erweitern und dann würde ich durchaus sagen, das ist doch ein schöner Bereich, um hier noch ein weiteres Wohngebiet entstehen zu lassen. Aber ich möchte jetzt nicht noch einen Holzfäller bauen, bevor nicht das hier erledigt ist. Aber ich habe gerade fast das Gefühl, dass die Holzfäller von hier dann... Ah, stopp! Die stehen da einfach rum. Ist das zu weit weg? Nee, eigentlich kann das ja nicht sein. Der hier ist ja jetzt auch gefällt. Hier wird immer noch gebaut. Ich wollte eigentlich den Marktstand anklicken. Also von den Bären geht hier echt viel durch, ne? Da muss man mal sagen. 32 für diese Woche. Die Bäckerei ist fertig. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Hier ist die Bäckerei. Dann brauchen wir einen Bäcker, zwei Bäcker sogar, okay. Stellen wir auch mal direkt ein. Aber jetzt brauchen wir einen weiteren Marktstand, ne? Sonst können wir die Brote nicht verkaufen. Ach so, kommen wir hier erst. Dann priorisieren wir das mal, weil wir können das wahrscheinlich erst wieder umbauen, nachdem wir das
den aktuellen Ausbau fertig haben. Ist ja auch wieder schade. Was geht denn jetzt ab? Gebäude fertig, der Markt ist fertig. Die Pracht deines Dorfes hat eine neue Stufe von Freischaltmöglichkeiten ermöglicht. Vielleicht dreimal. Okay, das ist wahrscheinlich jeweils in dem Bereich. Wohnhaus ist fertig und zwei neue Dorfbewohner. Dann schauen wir doch mal. Da haben wir jetzt Klärung auf 4,5 Punkt. Königreich immer noch 0. Okay. Aber da können wir jetzt freischalten. Hecke, Herrenhaus oder eine Fischerhütte. Na, wer sagt's denn? Dann schalten wir die mal direkt frei. Wir könnten die anderen auch, aber das Herrenhaus, das ist eher ein Thema fürs nächste Video. Ach, wir können hier noch gar nicht. Wieder warten wir da auch noch mit. Aber dann würde ich hier gerne noch editieren einen weiteren Lebensmittelstand. Und den packen wir dann mal hier erst. Ne, packen wir hier so hin. Ach so, das geht gar nicht weiter weg, okay. So. Mein Lord, wir müssen wählen, wen wir helfen wollen. 30 Bären. Dann nehmen wir doch mal jetzt den Klerus. Da haben wir nur 0. Hä, wieso? So, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein fixierter Punkt, wo man nicht weiter weggehen kann. Es irritiert mich trotzdem, wir sind doch hier auch weiter weg, oder nicht? Ja, jetzt, nee. Wisst ihr was? Das soll wohl so passen. Mein Gott, ich kriege es nicht. So, Schluss jetzt. Ne, das ist ein Lebensmittelstand, dann hätte ich auch da gerne wieder ein rotes Zelt und ein Schild für einen Lebensmittelstand. So. Bau beginnen und auch das bitte wieder priorisieren. 4 neue Gebäude freigeschaltet. Oh mein Gott. Dekoration ist nichts dazu gekommen. Denkmal auch nicht. Aber hier haben wir eine Eisenschmelze. Eisen haben wir nicht. Eine Schmiede, Köhlerei, Eisenmine. Okay, das hängt alles zusammen. Aber ist momentan noch nicht für uns interessant. Aber ich tippe mal stark drauf, dass das Eisen ist. Mauern bauen. Ist noch nicht freigeschaltet, okay. Eigentlich müssen wir auch noch mehr Lagerhäuser bauen, damit wir noch mehr Sachen handeln können. Wir haben ja jetzt die Brote. Ja, 32, wir haben Hund. Boah. Okay, wir sollten dann vielleicht nicht mehr die Bretter handeln, sondern gewöhnliche Kleidung und dann die auch handeln. Handeln, obwohl kauft unsere Nachbarstadt die überhaupt? Nee, die ist hier, aber das können wir freischalten. Ja, der kauft die zum selben Preis wie unsere Leute. Wir sind eh schon wieder am Goldcap. Na gut.
So, vielleicht behalten wir auch davon 50. Kaufen, bis wir noch 50 haben, ja. Quatsch. Was mache ich denn? Handelswaren. Gewöhnliche Kleidung verkaufen, bis wir 50 haben. Das wäre fast schief gegangen. Ja, was machen wir mit unserem ganzen Gold? Vielleicht können wir doch direkt noch mal schauen. Ne, machen wir im nächsten Video. Es ist eh lang genug, von daher. Ja, ziemlich genau eine halbe Stunde. Gut, ja, das war's für Folge 4 Foundation. Und ja, im nächsten Mal werden wir schauen, was wir mit dem ganzen Gold so machen können. Okay, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Vielleicht sogar auch was gelernt. Und ja, sag mal, bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye.